Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Montag, den 20.10.2014, es ist 9.30 Uhr, ganz genau. Der DAX startet ein wenig schwächer in die neue Woche, markiert hier direkt schon ein neues Tageshoch und wird danach direkt fast 120 Punkte abverkauft. Wie ist da die Situation? Nun, wir sind untergeordnet in einem aufwärtsgerichteten Trend. Noch sind wir long. Allerdings bedeutet das nicht, dass es unbedingt heute so weitergehen muss, denn wir hatten heute nichts anderes als das Pullback an die 8900er Marke. Die 8900er Marke hier ist ein wichtiges korrektives Level, das wir letztendlich hier durchschossen haben. Die letzten zwei Tiefs aus dem Februar und aus dem Juli 2014. Musste ich selber gerade nochmal nachschauen. Und solange wir das nicht überwinden können, bleibt er weiterhin short, zumindest hier unter Druck. Die Frage ist nur, wann kann man shorten, beziehungsweise man sieht ja durchaus, dass momentan jegliche Short-Impulse noch gekauft werden. Das bedeutet, wir blicken auch vor allem mal auf den Dow Jones, denn der ist ja auch untergeordnet noch long. Und das heißt, wir haben ja mehr oder weniger widersprüchliche Signale. Und da ist es eben so, dass wir aktuell in so einer Art Pufferzone rumpendeln. Zum einen sind wir von unten gut unterstützt durch die Wochen EMA 50, die haben wir heute mit einem Pullback sehr schön angetestet. Zum anderen sind wir begrenzt durch die Wochen SMA 50 und pendeln momentan zwischen 16.392 und 16.491 Punkten. Aber selbst wenn er dieses Niveau überwinden sollte, wartet noch bei 16.542 die Tages-EMA 200 inklusive bei 16.600 die gebrochene Trendlinie hier. Und von daher ist es so, dass es vermutlich eher sinnvoll ist, entweder nochmal abzuwarten, ob er nochmal hier den Schub nach oben macht, bis auf die 16.542 und oder 16.624, um dann hier oben mit einer spekulativen Position zu shorten. Und wenn man dagegen jetzt letztendlich nicht mehr warten will oder wenn man vorher ein Signal sucht, dann ist es natürlich schon so, dass wir uns nicht gegen diesen untergeordneten, aufwärtsgerichteten Trend heute zumindest kurzfristig positionieren werden. Dazu muss er mindestens hier mal letztendlich unter die 16.387 Punkte Marke fallen. Ansonsten ist er eben untergeordnet immer noch long. Das heißt, wir werden heute warten auf einen optimaleren Einstieg, auf den Einstieg im Bereich von 16.541 Punkten. Das ist, denke ich, die sichere Variante. Aber Sie sehen auch selber, untergeordnet hier auf dem M30-Chart ist er weiterhin long. Und von daher ist das, wie gesagt, momentan ein wenig zwiespältig, was durchaus hier zu Problemen führen kann. Der DAX sollte weiterfallen, sollte es unter 8.748 Punkte gehen, dann bis in den Bereich von 8.666 beziehungsweise dann hier zur Nackenlinie, die wir hier hatten, in den Bereich des Freitagtiefs, in den Bereich von 8.600 Punkten. Aber momentan ist er hier noch zu gut unterstützt, das heißt, er ist für uns in einer Art Niemandsland, sowohl unterstützt als auch begrenzt, da halten wir uns jetzt prinzipiell raus. Gold ist sehr positiv, da haben wir die bullische Flagge hier getriggert, das sieht schon sehr, sehr gut aus, Vortageshoch, also vom Freitag, da sind wir gerade dran. Wenn das überwunden werden kann, ist aber, denke ich, noch hier die Tages-EMA 50, die ihn blockiert. Ich mache das mal alles weg, dass wir uns das mal deutlicher anschauen können und man sieht auch hier, solange er diese nicht nach oben aushebelt, ist das Ganze durchaus gefährlich. Das heißt für Gold-Long-Positionen, und da ist der untergeordnete Trend noch aufwärts gerichtet. Das sieht man auch hier. Für eine untergeordnete Long-Position bietet sich dann das Level hier oben oberhalb der Tages-SMA 50 an. Das bedeutet konkret in Zahlen die 1250er-Marke. Geht es über 1250, dann haben wir Platz bis in den Bereich von 1276 und oder sogar 1285. Aber auch hier muss man sagen, Short-Positionen kommen auch hier noch nicht in Frage. Wenn dann überhaupt unter diesem Tief hier, dann hätten wir zumindest ein neues Tief. Das wäre machbar. Zumindest zieht sich da das Chartbild zu. Ansonsten bietet sich, wie gesagt, hier die Long-Position über 1250 an. Silber zeigt sich auch minimal bullisch, kann sich hier leicht erholen, aber wir sind immer, das Einzige, was wir jetzt, was Silber geschafft hat, ist in den alten Trendkanal zurückzukehren, den man hier letztendlich gebildet hatte, ausgehend vom Juli 2014 bis Ende September, Mitte September, und auch man sieht auch hier, er hat immer noch seine Gültigkeit, selbst wenn wir diesen abwärts geneigten Seitwärts
oder ja, diese leichte Seitwärtstendenz bullisch brechen sollten, ja, weil momentan ist er hier mehr oder weniger seitwärts zwischen 18 untergeordnet 18 und 16,60 US-Dollar pro Feinunze. Selbst wenn er diese kleine untergeordnete Seitwärtsphase hier bricht, es bleibt dabei. 19 US-Dollar ist immerhin noch die Marke, die ihn begrenzt, und solange er die nicht aushebelt, sollte es hier momentan keine großartigen Impulse geben. Dann zum Australisch-Dollar, US-Dollar, eigentlich ein Trade, auf den ich schon lange warte. Was heißt warte? Auf den ich mich vorbereitet habe. Letztendlich ist er hier momentan kurzfristig stark seitwärts zwischen 0,8730 und 0,8788. Ausbrüche aus dieser H4-Range könnten dann erstmal hinzuführen zu den Wochenhochs bzw. Tiefs. Bricht der Long aus, eventuell Platz bis zum Vorwochenhoch 0,8860, eventuell 0,89, erst über 0,89 Bodenbildungstendenzen übergeordnet. Ja, das ist wichtig. Und ansonsten muss man damit rechnen, dass wenn er hier heute unter die 0,8730 fällt, dass wir dann zumindest das Vorwochentief antesten. Von der 0,8655er Marke spreche ich hier. Ansonsten bleiben die nächsten großen Signale, die nächsten großen Short-Signale unter 0,8638 vorbehalten. Euro-US-Dollar momentan im leichten Aufwärtstrend. Daraus könnte sich noch eine bärische Flagge generieren. Was macht man damit? Naja, grundsätzlich würde ich prinzipiell hier erstmal warten, nämlich wenn er das Vorwochenhoch knackt, wenn er hier letztendlich dann auch die, lassen Sie es mich schnell einzeichnen, wenn er dann hier auch gleichzeitig die ganzen EMAs nach oben hin aushebelt, vorrangig natürlich, Sie kennen es schon, die Monats-EMA 200, dann kann man sicherlich drüber reden über Long-Position, dann kann der oder sollte sich der Euro sogar erholen, ganz deutlich. Jetzt shorten ist auch zu gefährlich, weil er hier immer wieder die gebrochene Trendlinie antestet. Das sieht man, denke ich, sehr, sehr schön. Das bedeutet, hier gibt es, wenn überhaupt, dann nur spekulative Long-Positionen momentan. Sind natürlich gefährlich, weil man gegen die EMAs antradet. Ansonsten, wenn er neue Tiefs macht, hier drunter, wird auch eine durchaus interessante Geschichte. Beziehungsweise, dann haben wir als letztes Unterstützungsniveau hier noch die 1,25er Marke. Geht es drunter, sollte es bärischer werden. Britisch Pfund US-Dollar, auch interessant, zumindest für einen kurzfristigen Scalp. Er ist übergeordnet weiterhin Short, aber ich wäre durchaus geneigt, hier die Long-Korrektur zu traden. Kann er ein neues Wochenhoch machen? Geht es über die 1,6125? Haben wir Platz bis in den Bereich von 1,62 und oder sogar 1,6240? Das sind ja knappe 100 Pips. Dazu muss er aber auch erstmal das Hoch brechen. Short-Positionen wären tendenziell auch gar nicht so schlecht, wenn er nicht diese Trendlinie hier gebrochen hätte und da jetzt nach diesem Bruch immer wieder diese Trendlinie als Unterstützung verwendet, sage ich jetzt mal, oder verwendet wird. Das heißt, wenn überhaupt heute spekulativ im britisch Pfund US-Dollar hier über der 1,6126, dann bis in den Bereich von 1,62 und oder 1,62. 40. Wir blicken nochmal auf den Euro-Yen, denn der interessiert viele. Hier auf dem 4-Stunden-Chart hat den abwärtsgerichteten Trend gebrochen. Ich mache da nochmal schnell ein anderes Template rein. Hat zwar den abwärtsgerichteten Trendkanal gebrochen, allerdings nur der Hinweis kurz vorab. Wir haben auf der einen Seite hier die wichtige, und das ist, deswegen ist es halt fraglich, ob man dagegen antradet. Tages-EMA 50, das ist hier in dem Fall. Und direkt darüber liegt auch noch hier die Tages-EMA 200 mit der Wochen-EMA 20. Das bedeutet, wenn man über Long-Tendenzen reden will im Euro, Japanisch, Yen, dann werde ich mich damit durchaus beschäftigen. Aber natürlich erst, wenn diese ganzen Widerstände gebrochen sind. Dann haben wir hier die Möglichkeit, weitere Anstiege verzeichnen zu können. Ansonsten durch den Bruch hier dieses abwärts geneigten Trendkanals sind natürlich schon leicht bullische Tendenzen vorhanden. Das anders formuliert kann man sagen, wir befinden uns in der potenziellen Trendumkehr, untergeordnet im Euro-Japanisch-Yen. Ich war jetzt schon im Euro-US-Dollar. Nur ist aufgrund der Widerstände momentan Vorsicht geboten. Da muss man einfach warten. Wir werden warten, ob er die 140 Pips noch macht. Und dann wird es vorrangig natürlich interessant sein, ob er über die 138er-Marke ansteigen kann. Das war es von meiner Stelle aus. Heute gab es nicht allzu viele Setups. Das werden wir heute Abend aber dann natürlich nochmal überprüfen. Bis dahin war es das von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.